Hey Leute, letztes Mal habe ich euch erzählt, was Uli nicht mag. Jetzt erzähle ich euch mal, was ich nicht mag. Ja, es gibt schon einige Sachen, was ich nicht mag. Wahrscheinlich mehr als Uli, sonst könnte ich mir vorstellen. Oder weniger, keine Ahnung, wir werden sehen auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich bin sehr gespannt, was ihr nicht mögt. Schreibt gerne unten in den Kommentare, wenn es nicht deaktiviert ist. Und ja, danke an den Support und euch wünsche viel Spaß mit den Highlights. So, als erstes, ich mag es nicht, wenn ich etwas suche und das einfach nicht finde. Das mag ich nicht, weil das bringt mich immer zum Ausrasten. Da muss ich irgendwo fest draufhauen, zum Beispiel auf meinen YouTube-Stuhl oder halt irgendwo oder auf meinen alten YouTube-Stuhl oder halt schreien oder irgendwas. Also das bringt mich immer zum Ausrasten, keine Ahnung, aber ich hasse es. Zweitens, ich mag es nicht, wenn ich lerne oder meine Hausaufgabe mache, was auch immer, und dann angerufen werde. Und dann, hey, Matze, wollen wir Fortnite spielen? Keine Ahnung, das mag ich nicht. Das ist einfach nervig für mich. Also, ja, das hasse ich einfach, weil dann kann ich mich nicht auf den Lernen konzentrieren. Ich muss lernen und dann jemand anruft. Tausendmal, ich habe gesagt ihnen, ich kann jetzt nicht, beim ersten Mal ist es okay, wenn er schon fünfmal mich anruft oder zehnmal und das gleiche fragt, dann nervt er mich. Also das mag ich nicht, das ist einfach zu nervig. Dann drittens, ich mag es nicht, wenn ich Fortnite spiele, während der Runde bin und mich jemand hier ablenkt. Zum Beispiel, Matze, gehen wir nach draußen? Dann wartet er immer wieder, wann stirbst du denn endlich? Das mag ich nicht irgendwie. Ja, keine Ahnung, aber ich hasse es einfach. Oder, Mathe, komm essen. Ich sage einfach, diese eine Runde noch, nein, ist mir egal, jetzt kommst du essen. Das mag ich nicht, das mag ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Dann viertens, ich mag es nicht, wenn ich schlafe und dann, ich schlafe und dann werde ich nachts angerufen. Das hatte ich schon einmal, dass ich einmal so ein Kind, eine Klasse von mir, mich einfach angerufen hat. Das hasse ich absolut, weil jemand ruft mich nachts an, dann kann ich schwer einschlafen. Also ja, dann das ist einfach zu nervig, muss ich sagen. Also ja, ich hasse es absolut. Viertens, ich mag es nicht, wenn ich Fortnite spiele oder irgendein Spiel und wenn ich Internet-Lags habe. Das mag ich nicht. Ihr habt es wahrscheinlich schon so in Streams halt bemerkt. Ich mag es nicht. Dann bin ich immer wieder sauer. Einmal ist der Stream sogar abgebrochen, da war ich richtig sauer auf jeden Fall. Ich hasse es. Also ich glaube, ich sollte mir ein besseres Internet kaufen. Ich glaube, das geht noch klar. Ich meine, das hasse ich einfach, wenn der Internet nicht funktioniert. Also meistens funktioniert es auch, aber manchmal auch nicht. Dann fünftens, ich mag nicht, wenn ich jemandem Wichtiges sage und ihn das einfach nicht interessiert und gar nichts sagt. Das hasse ich. Weil das bringt mich eigentlich nicht zum Ausrasten, aber ich hasse es. Weil das ist sehr wichtig und dann hört er mir gar nicht zu. Ey, das juckt mich nicht und dann lasse ich es und dann, ja. Dann sechstens, ich mag es nicht, wenn mir jemand sagt, oh, schau dir diesen Loser an, der kann ja gar nichts. Ja, das hasse ich auch, weil, ja, dann denkt, und dann zeige ich ihnen sowas, dass ich wirklich kein Loser bin und dann denken sie sich so, hä, wieso ist er kein Loser? Das hasse ich. Sechstens, ich mag es nicht, wenn jemand so herumschreit. Ich mag es nicht, wenn ich in seiner Nähe bin oder seine oder ihre Nähe bin und die einfach so herumschreit. Weinen ist noch okay oder heulen, das ist mir ganz okay, aber herumschreien, dann kriege ich immer wieder Kopfschmerzen und werde auch so sauer. Fast mehr, als ich etwas suche und das nicht finde. Also, na, das ist wirklich, wirklich nervig. Ich meine, dann kriege ich immer wieder Kopfschmerzen auf jeden Fall. Also, ja, es ist einfach sehr nervig. Siebtens, ich mag es nicht, wenn mit mir jemand streitet. Ich hasse es, weil ich hasse halt Streiten, ne? Das ist so nervig für mich. Ich meine, immer wieder streiten. Ich habe so einen guten Tag und dann streiten. Ich hasse es. Sowas hasse ich absolut. Dann versäumt er meinen ganzen Tag. Also ja, das hasse ich, streiten. Also ja, streiten mag ich nicht. Das ist einer der schlimmsten, was ich ja gehabt habe.
Dann achtens, ich mag es nicht, wenn ich alleine bin. Ich mag es nicht, weil wenn ich alleine bin, dann hasse ich es, weil dann ist es so langweilig, ich weiß nicht einmal, was ich machen soll. Also, naja, also das hasse ich wirklich. Also, naja, also das ist einfach so nervig, wenn man alleine ist. Neuntens, ich mag es nicht, wenn mit mir jemand kämpfen will. Also so richtig ernst. Kämpfen will. Ja, ich mag es nicht, auch wenn es Spaß ist oder ernst ist. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht, weil Kämpfen, da kann man auch sehr schwer sich verletzen und so. Also ich hasse Kämpfe, nein, wenn ich kämpfen muss gegen jemanden, das mag ich nicht, weil das ist einfach zu nervig. Also kämpfen mag ich auch nicht. Dann hasse ich es, wenn mich jemand anschreit. Ja, ich mag es nicht, weil dann schreie ich meistens zurück. Also, nein, das ist sehr, sehr nervig. Also, wenn mich jemand anschreit, das mag ich nicht. Also, nein, das mag ich überhaupt nicht, weil da kriege ich erstens Angst davon. Und ja, das ist einfach zu nervig, wenn jemand mich anschreit, dann habe ich immer wieder Angst und so. Also, ja. Da mag ich es nicht, wenn man leise sein muss. Ich hasse es, wenn ich leise sein muss, weil ihr wisst, ich mag es laut zu sein. Ich mag es zu reden und so. Also, na, aber leise zu sein, meistens kann ich das sogar nicht. Außer wenn ich schlafe, da rede ich meistens gar nichts. Aber, naja, leise zu sein ist meine Schwäche, wirklich. Ich kann nicht leise sein. Meistens muss man auch im Unterricht leise sein und ich muss einfach manchmal anfangen zu reden. Es ist einfach zu nervig. Wisst ihr? Ich versuche leise zu sein, aber meistens klappt das nicht. Also, na, ich muss immer wieder etwas sagen. Ich gehe aufs Klo und dann muss ich auch selber reden. Also, na, ich hasse es, wenn ich leise sein muss. Dann hasse ich, zehntens, ich hasse es, wenn jemand zu mir oder halt höre zu jemand anderem, keine Ahnung, Schimpfwörter sagt. Ich hasse Schimpfwörter. Früher habe ich das gemocht. Früher war das meine Hobbys. Aber jetzt mag ich es nicht, weil ich schon größer bin und ich hasse es, wisst ihr? Ich mag es nicht, wenn halt, wenn jemand Schimpfwörter sagt. Ich mag es nicht, weil Schimpfwörter klingen halt so richtig lost. Also ich hasse es wirklich, also ja. Da mag ich nicht, wenn der Stream einfach so abstürzt. Also zum Beispiel Internetprobleme. Ja, das ist so selber wie Internetprobleme, nur halt der Stream abstürzt. Der Stream stürzt meistens ab, weil ich Internetprobleme habe. Also ja, es ist einfach zu nervig, die Internetprobleme. Also ja, das hasse ich absolut. Dann mag ich es nicht, wenn meine Freunde zu mir kommen und klingeln, komm raus, wir spielen ein bisschen und dann werde ich einfach ignoriert. Die reden gar nicht zu mir und ja, das mag ich nicht, weil wisst ihr, wozu soll ich dann rausgehen? Ich weiß es nicht, das hasse ich absolut, das hatte ich früher, aber jetzt haben die aufgehört, jetzt reden mit mir die meisten, also ja, also das ist sehr, sehr nett auf jeden Fall, naja, aber ja, wenn ich ignoriert werde und die rausholen mich und dann gehe ich rein und dann, Mathe, warum kommst du nicht raus? Und ich sage so, warum sollte ich rausgehen, wenn ich ignoriert werde? Also ja, das ist so nervig und dann machen die ganz normal weiter und dann gehe ich nicht mehr dran. Also ja, dann bin ich echt enttäuscht und dann bin ich auch richtig sauer. Also ja, wenn ich ignoriert werde, also das ist einfach so traurig, wisst ihr? Da mag ich es nicht, wenn mich jemand anlügt. Sprich, ich sage ihnen etwas, ein Geheimnis und ich sage so, okay, also irgendwer zum Beispiel, Jan. Du musst mir jetzt versprechen, das darfst du jetzt niemandem sagen und dann sagt er das einfach. Das mag ich nicht, weil das ist halt geheim und das soll auch geheim bleiben. Auf jeden Fall. Also ja, das mag ich überhaupt nicht. Dann hasse ich manchmal Gewitter. Ich mag manchmal Gewitter. Nein. Dann zwölftens, ich mag nicht, wenn es zu schwer Gewitter auftaucht. Ich mag es nicht, weil ich kriege immer Angst davon. Also so ganz normale Gewitter, das liebe ich absolut, aber auch schöne Wetter liebe ich. Aber ja, schöne Wetter mag ich halt mehr. Aber halt, wenn es zu schwer gewittert, dann mag ich es nicht. Also dann kriege ich immer Angst davon und ja, dann kann man auch nicht so gut streamen. Also ja, das mag ich manchmal nicht, manchmal, also schwere Gewitter mag ich nicht, aber Gewitter mag ich meistens.
Dann mag ich es nicht, wenn jemand dauernd dieselbe Frage stellt. Also dauernd zum Beispiel fragt, kannst du morgen zu mir kommen? Und dauernd, dauernd, dauernd. Zum Beispiel, wenn ich mit jemandem treffe, oh hi, und das, dann, oh hey, und dann sagt er dauernd dieselbe Frage. Und dann ruft er mich an, dauernd dieselbe Frage. Das mag ich nicht, weil es ist so langweilig, wisst ihr? Ich hasse es, wenn jemand mich anruft und dann dauernd dieselbe Frage stellt. Es ist so langweilig, dann lehne ich sofort ab. Einmal, zweimal geht es noch, aber ab dritten Mal ist es schon Schluss. Also dann muss, also maximal fünfmal. Ab fünften Mal bin ich raus. Also dann, ab da ist es mir, dann, ab da hasse ich es. Dann hasse ich es, wenn jemand zu mir gemein ist. Zum Beispiel, Mathe, du musst jetzt 100 Liegestütze machen. Dann ab 50, ich kann nicht mehr. Ist mir wurscht jetzt. Du machst es jetzt. Das mag ich nicht. Und dann werde ich immer wieder so sauer. Na, das mag ich halt nicht. Naja, weil das ist einfach zu nervig, wisst ihr? Immer wieder dauernd. Naja, immer wieder gemein behandeln. Gemein zu mir, jemand zu sein, das mag ich nicht. Gemein. Also, ich bin nie gemein. Ich bin fast nie gemein. Naja, auf jeden Fall so. Ich bin fast nie gemein. Dann hasse ich es, wenn jemand so streitet. Also wenn ich bei ihm bin und dann streitet der mit die Mutter. Das mag ich nicht, weil ich bin nicht dran gewöhnt, wisst ihr? Ich hasse es, wenn jemand andere gegenseitig streiten. Also das mag ich nicht, weil das ist so traurig halt. Mal streiten. Ja, ich weiß, öfter streiten, aber streiten ist halt sehr, sehr dumm. Wisst ihr? Also dumm, also ja, es ist sehr, sehr los. Da mag ich es nicht. Wahrscheinlich kennt viele von euch dieses Gefühl, aber ich mag es nicht, wenn mir langweilig ist. Langweile, das mag ich nicht. Ich habe das euch bei Udi-Video vergessen. Naja, Udi mag auch nicht Langweile. Udi mag überhaupt nicht Langweile. Und ich mag es auch nicht. Also Langweile, das ist sehr, sehr dumm, wisst ihr, weil mir ist langweilig, was soll ich tun? Ich habe keinen Bock auf gar nichts, das hasse ich. Aber auf keinen Bock, das ist auch ein Hass. Dann mag ich es nicht, wenn ich auf gar nichts Bock habe. Das ist so ähnlich wie langweilig, ne? Oder halt fast dasselbe. Aber du hast halt keinen Bock auf gar nichts. Dann mag ich es nicht, wenn es zu dunkel ist. Bei dunkel, zum Beispiel, ich bin hier in meinem Zimmer. Hell, dann gehe ich runter, dunkel. Ich hasse es, nachts runter zu gehen in mein Wohnzimmer oder so. Ich mag es nicht, weil es zu dunkel ist. Es ist zu gruselig, ne? Also Dunkelheit mag ich nicht. Also zum Beispiel draußen zu gehen, zu gruselig. Man hat das Gefühl, dort jemand steht. Wisst ihr, das ist so gruselig. Dann hasse ich Albträume. Albträume, ja, ich hasse Albträume, weil meistens stehe ich auf und schreie. Also Albträume sind nicht meins. Also Albträume kann ich nicht durchhalten. Also Albträume ist nichts für mich. Also Albträume hasse ich absolut. Dann hasse ich will das Wort gar nicht aussprechen, aber ich tue es jetzt, okay? Ich hasse es zu kotzen. Also übel zu sein, mir ist übel, naja, das hasse ich. Übel zu sein, nee, also übel, das mag ich nicht. Also wenn ich das mache, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, weil dann wird mir selber so. Also, naja, ich hasse es sowas. Also, naja, ich weiß, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, das hasse ich absolut. Das ist die schlimmste Krankheit für mich. Ja, Fieber finde ich viel, viel besser als das. Also, naja, ich hasse es, weil dann habe ich immer wieder schlecht, dann kann ich halt nicht reden, ne? Also, ja, das hasse ich absolut. Dann hasse ich früh aufzustehen. Ich hasse es, früh aufzustehen, weil früh aufstehen, das ist nicht meins. Ich schlafe meistens bis 9 Uhr, 10 Uhr, ihr wisst es. Aber naja, manchmal auch bis 11 Uhr. Ganz, ganz manchmal, wenn ich später schlafen gehe, um 0, nein. Also am Silvester schlafe ich meistens bis 11 Uhr, weil da, obwohl manchmal bis 13 Uhr. Also ja, das ist echt spät auf jeden Fall. Also ja, ich mag es nicht, früh aufzustehen. Also ja, früh aufstehen ist nicht nix für mich. Da mag ich es nicht, wenn mich jemand nachts erschreckt. Ja, wenn jemand zu mir kommt,
Ja, so komische Geräusche, ich habe Angst und dann verschwindet er. Es hasse ich absolut, weil dann kriege ich immer wieder Angst davon. Also ja, ich hasse es wirklich. Also ich hasse vieles, ne? Ich hasse vieles, aber dafür mag ich auch vieles. Dann hasse ich es, wenn jemand zu meine Zimmer reinkommt und dann halt mein Zimmer richtig ordentlich ist und dann kommt jemand rein und versäumt alles. Also alles auf dem Boden, es ist wieder unordentlich. Dann bin ich richtig sauer, wisst ihr? Das mag ich nicht. Das hasse ich absolut. Also ja, das hasse ich. Sowas habe ich noch nie erlebt, aber ja, ich hasse. Dann kommen wir zu einem so selben, und zwar. Wenn jemand reinkommt, einfach so, obwohl bei diesen Tür dort steht, reintreten verboten. Also ich hasse es, wenn jemand auf meine Regeln nicht haltet. Das mag ich nicht, weil das bringt mich einfach zum Ausrasten. Also ja, das hasse ich absolut. Und ja, ich habe noch viele andere Hassdinge, aber ja, wahrscheinlich erzähle ich euch das in einem anderen Video. Ja, das war's für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, wenn es euch die Video gefallen hat. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos oder Streams verpassen wollt, und ja, lasst gerne ein Abo da. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euch noch einen schönen Abend. Und ja, ciao.